So Leute, da sind wir beim nächsten Blacky Talk. Diesen Monat etwas später, aber es ist gekommen. Immerhin, ich habe es geschafft. Ihr seht, ich bin nicht im Laden für den Blacky Talk, wie ich das sonst in letzter Zeit immer gemacht habe. Geht leider aktuell nicht. Und dementsprechend bin ich zu Hause hier von meinem kleinen Greenscreen und möchte mit euch über ein Thema reden. Das Thema, was ich mir vorher ausgesucht habe, was ja auch schon im Titel steht, ist die Frage, was ist das beste Trading Card Game? Und ihr wisst ja, ich mache eine Menge Magic. Ich werde über Magic reden. Was ihr vielleicht noch nicht von mir wisst, ist, dass ich sehr, sehr lange Yu-Gi-Oh! Gespielt habe und es auch immer noch spiele, beziehungsweise jetzt wieder angefangen habe. Dass ich Pokémon gespielt habe und zwar echt, echt viel. Ich war einer von denjenigen, die damals schon die Regeln kannten. Komische Typen auf dem Schulhof. Ich habe eine Menge andere Sachen ausprobiert. Warhammer Champions, Lightseeker. Ich habe hier vorne noch irgendwo so ein anderes rumliegen. Flash im Blatt. Ja, sogar das alte und das neue Digimon. Ich mag Trading Card Games. Ich spiele eine Menge Trading Card Games. Zumindest die, die aktuell so auf dem Markt kommen oder auf dem Markt sind. Ich sammle eine Menge davon und dementsprechend wollte ich das alles mal ein bisschen abwägen. Und mit euch eben darüber reden, warum ich ein Trading Card Game besser finde wie alle anderen. Und mich ein Trading Card Game sehr viel mehr beschäftigt wie alle anderen. Aber wenn ihr euch für eins der Kartenspiele interessiert, könnt ihr unten schauen. In der Timeline dürften verschiedene Abschnitte sein, wo ich über verschiedene Kartenspiele rede. Und es dürfte so ein kleiner Balk auch sein an Kram, TCG, ich weiß nicht, wie ich es genau nennen werde, aber halt nicht die drei, vier großen, sondern dann kommen eben Warhammer Champions oder Lightseeker da rein. Denn mit diesen möchte ich auch anfangen und da include ich alle gefailten TCGs und davon gibt es unendlich viele. Seit Magic auf dem Markt ist, seit Pokémon auf dem Markt ist, seit Yu-Gi-Oh! Auf dem Markt ist, haben es unendlich viele Trading Card Games versucht auf den Markt zu kommen und sie haben es nie geschafft. Also kommt mir dann jetzt nicht mit, ah ja, in Japan ist aber Schwarz und Weiß total der Renner. Ja, in Europa ist das Spiel nun mal tot. Ähnlich wie eben Warhammer Champions, ein sehr, sehr cooles Area-Control-Spiel, was halt mit Linien spielt und man da ein bisschen schlachtmäßig was machen muss. Richtig cooles Spiel, spielt niemand mehr. Die eher Comic-Adaption dazu, die es dann auch fürs Handy gab mit Lightseeker, ja, sehe ich auch niemanden mehr spielen. Und dann eben, wie gesagt, Schwarz-Weiß Final Fantasy Trading Card Game. Als es aufkam, Riesenhype, ist nicht mehr gespielt, zumindest nicht mehr viel. Und auch Force of Will, dieses Anime-Bubi-Gedöns, ist nicht mehr wirklich irgendwo zu sehen, was ich teilweise sehr, sehr schade finde. Ich habe sehr viel davon gespielt. Jedes davon hat Aspekte benutzt, die ich sehr, sehr gut fand, teilweise eben auch ein bisschen schlechter fand. Aber es waren immer neue Ansätze dabei oder eben alte, funktionierende Mechaniken aufgegriffen und dann eben weiterentwickelt. Das war richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich mag es auch und ich teste jedes weitere TCG, was rauskommt. Ich verstoße das nicht und sage, oh nein, das wird auch failen. Ich möchte es ja trotzdem lernen, um so ein bisschen was draus zu nehmen, weil aus all diesen Kartenspielen kann man eben auch für seine Main-Sachen, sage ich mal, ein bisschen was mitnehmen. Deswegen rede ich jetzt aber auch nicht so viel über diese kleinen Sachen, weil, wie gesagt, die sind relativ schnell wieder ausgestorben. Ich weiß nicht, ob man hier auch sowas wie Keyforge, das ist ja auch ein Spiel, was sogar von Richard Garfield entwickelt wurde, ob man sowas hier nennen muss, weil es ist eigentlich kein Trading Card Game. Oh, es ist eher so ein Deck-Trade-Game. Aber auch dabei konnte man sehr, sehr coole, coole Sachen lernen und auch wirklich mit den Decks rumspielen. So, das war ganz cool. Aber was sich weiterhin durchsetzt, was man seit Jahrzehnten sagt, ist, es kann nur einen geben. Im Trading Card-Bereich gibt es mehrere. Eine. Fangen wir mit dem, was aktuell im richtigen Hype ist, an. Pokémon. Pokémon weiß gefühlt niemand, wie man das spielt. Also ich kenne ganz wenige Leute, die das Spiel gespielt haben oder spielen können überhaupt. Es gab dieses Gameboy-Spiel, das hatte ich auch mal. Das habe ich leider verschenkt. Das hätte ich gerne wieder. Wo man das drauf erklärt bekommen hat, wo dann 1993, 1994, also dieser ganze Kartenpool um diese Zeit, so Jungle, Base-Set, Base-Set 2 und so weiter drin waren. Großartiges Spiel. Da habe ich auch noch ein Deck hinten irgendwie rumliegen. Mega, dieser Floor. Und das hat wirklich Spaß gemacht damals. Und ich habe das auch relativ lange gespielt, bis sie weggezogen sind und ich dann niemanden mehr hatte, mit dem ich das gespielt habe, beziehungsweise spielen konnte. Aber Pokémon war damals schon so, ganz wenige Leute haben es gespielt. Viele hatten Karten, viele haben sie gesammelt. Aber gespielt, ich erinnere mich auch an so einen komischen Bericht aus dem TV, den könnt ihr bestimmt mal gucken. Ich habe den bestimmt in der Videobeschreibung, habe ich den verlinkt, wo es darum ging, so, oh, Pokémon-Karten auf dem Vormarsch, was nicht alles. Der ist auch von 1900 irgendwas. Richtig, richtig cooler Film. Cooler Film. Es ist eine mega lustige Reportage von Leuten, die einfach nicht verstehen, was da gerade in diesem Hype abgeht oder warum Leute auf einmal mit Pappkarten noch spielen und dann irgendwelche Verbote kriegen und was nicht alles. Aber das war damals halt so. Gerade im Pokémon-Area. Ja, das war
Es war eine interessante Zeit, wie gesagt, als einer der wenigen Spieler. Nicht so die schönste Zeit. Aber genau deshalb ist das Spiel für mich auch nicht mehr so interessant. Selbst in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Leute, die gesagt haben, oh, ich nehme das Spiel und ich sammle das Spiel, aber ich spiele es nicht. Weil der große Nachteil an Pokémon, wenn du es spielen möchtest, ist, es hat eine ultraschnelle Rotation. Ganz viele Karten, außer diese Trainerkarten, die sie reprinten können, die ganzen Pokémon und so weiter, werden nach einer Rotation komplett nutzlos. Also es ist ähnlich wie bei Magic, nur dass es hier dann eben nicht irgendwie ein Format gibt, wo dann alle Sachen reinrotieren, weil das spielt niemand. Wenn es denn Leute spielen, dann spielen Leute dieses Standardformat, wo eben nur die aktuelle Season reinkommt. Ich glaube, aktuell ist es Schwert und Schild. Ich schlag mich nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sobald das abgeschlossen ist, sind die Karten halt raus. Und für mich als Spieler ist das natürlich grausam. Also auch die Sachen, dass man halt eigentlich die Karten von damals heute fast gar nicht mehr spielen kann. Weil wenn ich mir überlege, wie unglaublich schlecht unsere Karten damals waren. Und heute hat man alle 300 Pokémon mit 300 KP, einem XYZ davor, VW, 3ZAG da noch davor stehen, damit man alle drei legendären Hunde-Pokémon eine Karte reinbekommt. 600 KP, 1000 Damage, keine Ahnung. Grausam. Also die Karten, dieses ganze GX und V und was nicht alles, das ist mir zu hoch. Habe ich mich auch nicht so hart mit beschäftigt. Ich weiß, dass man irgendwie mehr Preiskarten dafür nehmen kann, aber finde ich sehr, sehr schwierig. Vor allem jetzt da wieder einzusteigen, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig als Spieler. Und ja, ich beleuchte hier auch hin und wieder mal ganz kurz so ein bisschen die sammelnde Seite, aber ich bin hauptsächlich ein Spieler und ich möchte mit euch über diese Sachen als Spieler reden. Und wenn da jetzt jemand draußen sitzt und sagt, ey, Blacky, du hast keine Ahnung, ich spiele ohne Ende Pokémon und das ist großartig und es macht mega viel Spaß und die Karten von damals sind noch toll, die Karten von heute sind toll, kann man alles machen, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Das zählt auch für jede anderen der größeren Kartenspiele, die ich hier ein bisschen vergleiche. Dann kommen wir zum New Kids on the Block, was haufenweise Daumen drunter auf YouTube produziert. Ich rede nicht von Metaso. Ich rede von Flash and Blood. Flash and Blood, das relativ neue Spiel, mittlerweile ist es auch schon relativ lange da, das großartig ist. Es ist ein so schönes Spiel, es macht unendlich viel Spaß, es ist aktuell in einer Szene drin, in einer Spielerszene, wo Leute sich engagieren und Spaß haben. Und das Einzige, wofür das Spiel bekannt ist, sind die teuren Displays und die Financing-Sachen und die Investment-Sachen. Das ist ein bisschen schade. Wenn ihr die Chance habt, an so ein kleines Blitzdeck ranzukommen, also am besten an zwei oder so, und viele Stores haben auch so Anfängerdecks da, diese kleine Ninja-Dame, geht mal rein und fragt mal, ob ihr davon zwei haben könnt und spielt das zusammen. Es ist ein so schönes Spiel. Dieses Hin und Her von dem Angriff und Verteidigung, dass man immer wieder zuschlägt und danach sich verteidigen muss. Aber wenn man sich verteidigt hat, hat man natürlich weniger Ressourcen, wieder zuzuschlagen, wodurch der Gegner wieder weniger verteidigen muss und besser zuschlagen. Es ist so ein schönes Wellenformat. Das ist so, so, so schön. Und ich mag die Artworks, ich mag das Gameplay. Ich finde die Firma, die dahinter steht, sehr sympathisch, weil sie sehr, sehr viel machen für Local Game Stores und für das Spiel selber, um halt Investoren von Spielern fernzuhalten. Und das funktioniert, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die neueren Sachen anschaue mit den Unlimited Print Runs. Wenn ich Unlimited Displays, die genau dasselbe beinhalten, nur halt keine Cold Foil, die halt den Wert hat, aufmachen kann, ja, was? Also als Spieler finde ich das großartig. Dazu, nachdem andere Kartenspiele hingegangen sind und gesagt haben, wir machen keine großen Grand Prix Events, Nationals, Tournaments, Worlds mehr, sind die hingegangen und gesagt, das machen wir jetzt. Die Leute wollen das, wir wissen das. Dementsprechend, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Es ist ein Blick auf jeden Fall wert. Da könnt ihr auf jeden Fall gerade bei den Jungs von Nackt und Rosa ein bisschen gucken. Die haben da auch relativ viel auch schon zugemacht, wenn es um Openings geht. Natürlich MTG mit Patrick. Aber ansonsten wirklich einfach mal schauen. Guckt euch das an, vertraut darauf. Ihr könnt natürlich auch gerne Pokémon anfangen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Kommen wir zum dritten. Magic. Mein Channel läuft hauptsächlich über Magic. Magic ist das Spiel, was ich am wenigsten lang spiele im Endeffekt. Außer jetzt Flash and Blood, das zählt nicht. Und die ganzen neuen Balk, den ich ganz am Anfang mal ganz kurz erwähnt habe, dass es das gibt. Weil ich bin halt von Pokémon zu Yu-Gi-Oh! Zu Magic gekommen. Und ich liebe Magic. Ich spiele Magic relativ häufig, relativ viel auf Turnieren selbst, die jetzt langsam wieder anfangen, auch wenn es kleine Turniere sind. Das ist ein Anfang. Ich liebe Papierkarten, deswegen mache ich gerade auch diese Reihe, weil ich rede nicht einmal über Online-Plattformen.
Finde ich nicht gut. Und es macht mir so viel Spaß. Und das ist schon egal, ob es Standard, Modern, Commander, Kitchen Table, egal was es ist, das Spiel ist großartig. Magic hat aber auch aktuell ziemlich harte Probleme. Problem ist, dass meiner Meinung nach die Community hier steht und die Company hier und dazwischen ganz wenig kommuniziert wird. Die komplette Community ist am Schreien, dass zu viele Produkte sind, dass sie nicht mehr daherkommen, dass sie keinen Bock mehr haben, dass alle in so einen Fatigue reinkommen, dass es unendlich viele Produkte gibt und die Company druckt weiter. Und deshalb kommt diese Magic Community aktuell sehr, sehr weinerisch rüber und es kommen noch mehr Sachen dazu, wo die Leute sagen, ah, das ist doof, das ist kacke, das machen sie kacke. Und Wizard macht halt trotzdem eine Menge Geld damit. Das Spiel selber ist aber großartig und das ist auch das, was uns immer wieder zu diesem Spiel zurückbringt. Es ist das erste Trading Card Game in dieser Richtung. Es wurde entwickelt, um Downtimes von Dungeons & Dragons aufrechtzuerhalten. Es ist großartig. Es hat sogar dazu geführt, dass es sowas wie Duel Masters gibt, wo sie versucht haben, Magic für Kinder in dem japanischen Style rauszubringen. Es ist mega gefloppt, außer in Japan. Ich habe auch noch Karten davon, ich finde das großartig, aber das Spiel ist sehr, sehr, sehr alt. Jetzt fühle ich mich noch älter, als ich bin. Und sie finden trotzdem neue Mechanics. Jedes Set hat neue Sachen. Alte Sachen, die wir wiederfinden, wo sie sagen, oh, großartig, geil, das hat Spaß gemacht. Und deshalb ist Magic für mich halt auf jeden Fall irgendwo sehr, sehr weit oben. Nachteil ist halt aktuell, dass die Company nicht aktiv dahinter steht, meiner Meinung nach. Und deshalb da auch ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die nicht für die Community sind. Und dann kommen wir zum vierten Spiel. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Habe ich damals ganz, ganz viel gespielt. Ich war irgendwann mal auf der deutschen Meisterschaft im Top 8 Platz in Ziehung mit drin. Damals ist kleiner Kiddie-Bube mit einem sehr, sehr lustigen Deck und sehr stumpfen Deck, was ich auch noch habe. Und dann habe ich ja letztes Jahr dieses Jahr diesen April-Scherz gemacht mit, oh, guck mal hier, ich werde jetzt Yu-Gi-Tuber und habe da auch ein bisschen vorher mich schon Ende letzten Jahres ein bisschen mit Yu-Gi-Oh! Wieder ein bisschen auseinandergesetzt. Habe auch 2-3 Decks, habe auch schon mit Leuten wie zum Beispiel Tim Soart schon ein bisschen Yu-Gi-Oh! Auch ein bisschen über Webcam gespielt. Es war schon cool und es macht auch tatsächlich wirklich Spaß, auch wenn Yu-Gi-Oh! Aktuell sehr, sehr strange ist, gerade für mich, der Fusionskarten, Ritualkarten und Normalbeschwörung, Tributbeschwörung kannte. Jetzt diese 15.000 Sachen, wo man praktisch nur noch mit diesen 15 Zeit extra Karten spielt. Es ist nicht mehr das Yu-Gi-Oh! Von früher. Aber das habe ich auch gar nicht erwartet. Magic ist auch nicht mehr das Magic von früher, Pokémon ist nicht das Pokémon von früher und Flesh and Blood ist mehr zu neu, um das zu sagen, aber Flesh and Blood ist auch nicht mehr das von früher. Aber es macht tatsächlich Spaß, es ist tatsächlich sehr, sehr schön, man kann sehr, sehr viel mit reinnehmen, weil man wirklich Kombos auswendig lernt und ja, auch Kontrolldecks sehen für mich immer noch aus wie Combo-Decks, weil man spielt trotzdem 15 Karten pro Runde mindestens und es ist mal ganz interessant, ohne ein Ressourcenmanagement-System zu spielen. Und dann auch zu sehen, warum man das Ressourcenmanagement in Spielen wie Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Magic so unglaublich, warum man das Ressourcensystem von Flesh and Blood, Pokémon und Magic so unglaublich gut finden muss und dass das Spiel so viel besser macht. Und dementsprechend muss ich sagen, alles vier haben da so ein bisschen für und wieder. Manche sagen, gefallen haben einfach nicht. Bei Yu-Gi-Oh! Finde ich die Kartengröße zum Beispiel ganz schlimm. Ich finde das überhaupt nicht gut, dass sie nicht einfach eine normale Standardgröße haben. Oder zumindest runde Ecken. Aber es ist halt interessant. Und genau deshalb will ich mit euch noch ein bisschen drüber reden, weil so verschieden sind die Sachen nicht. Ja, wir meckern oft drüber. Wir sagen, ah, nee, das sind diese komischen Duel Master Spieler. Aber die gibt's nicht. Das sind diese komischen Digimon Spieler. Die gibt's ja zumindest jetzt wieder so ein bisschen. Und nein, nein, wir bleiben bei unserem Magic oder wir bleiben bei unserem Yu-Gi-Oh! Es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und es ist schwierig, da rauszumachen, was das beste Kartenspiel ist. Vor allem, weil es eben auch so viele Gescheiterte gibt, die sehr, sehr gut waren. Wo dann die Company dahinter gescheitert ist oder einfach die Leute diesem Spiel keine Chance gegeben haben. Und deshalb muss ich sagen, es gibt ein paar Aspekte, die mir bei bestimmten Spielen besser gefallen wie bei anderen Spielen. Und statt hinzugehen zu sagen, Magic ist das beste Spiel oder vielleicht ist auch Yu-Gi-Oh! Das beste Spiel, würde ich gerne einfach ein bisschen über die Sachen reden, die mir gut gefallen und was ich mir wünsche, was so ein bisschen überall ankommt. Und es gibt wunderschöne Aspekte.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Nehme, die Vorteile von Yu-Gi-Oh! Man kommt sehr, sehr leicht rein. Es gibt super viele Budget-Optionen, es gibt super viele Budget-Decks. Man hat ein großes Format, alle spielen zusammen. Ich nehme mein Yu-Gi-Oh!-Deck, spiele bei uns in Siegen im Fischkrieg, spiele in Berlin, spiele in New York. Außer hier Japan, OCG, die haben ein anderes System, aber in jeder westlichen Welt, sage ich mal, kann ich einfach mit meinem Deck spielen. Ohne mich hinzusetzen und sagen, was spielt ihr nochmal? Ah nee, dafür habe ich kein Deck mehr, da gehe ich mal nach Hause. Deswegen finde ich Yu-Gi-Oh! Ganz gut. Ja, es gibt sowas wie Gold-Format und andere Formate, es spielt einfach niemand. Es gibt nur dieses eine Format, wo es alle Leute spielen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, weil es dort eben auch Budget-Optionen gibt. Natürlich gibt es die ultra-teuren Decks, ohne Frage, und die ultra-teuren Karten, also 120, 130 Euro Karten passieren auch dort mal. Und dadurch, dass es so ein Riesenformat ist, ist es leider auch so, dass der Power Creep bei Yu-Gi-Oh! Richtig, richtig stark ist und man halt jedes Set neue Karten drucken muss, die stärker sind als alte Karten oder eine bessere Mechanik haben als die alten Karten, damit die Spieler die alten Karten kaufen, vielleicht ein paar alte Karten dabei nehmen, aber hauptsächlich die neuen Karten dann wirklich benutzen, weil die bringen halt Geld. Und das ist etwas, was Yu-Gi-Oh! So ein bisschen macht und Pokémon tatsächlich sehr, sehr stark macht, ist mir aufgefallen. Und zwar dieser Hinweis auf alte Karten, beziehungsweise in diesem Fall auf alte Pokémon. Das ist etwas, was Magic aktuell so ein bisschen probiert, aber nicht gut. Yu-Gi-Oh! Dass die ganzen Yu-Gi-Oh!-Spieler so ein bisschen abtun. Aha, guck mal, schon wieder schwarzer Magier-Support. Aber in Pokémon ist das ein super schöner Faktor. Ich sehe eine Pikachu-Karte und denke mir, oh, Pikachu, okay, ich finde das Pokémon kacke, es tut mir leid. Aber ich sehe eine Schlurp-Karte oder eine Relaxo-Karte oder eine Despotar-Karte und sage, geil, das kenne ich ja. Voll nice. Die Nachteile von Pokémon habe ich schon beredet. Ich gucke mir dann die Karte an und denke mir, wow, okay, die ist viel zu stark. Okay, was macht die? Ich habe keine Ahnung mehr. Die versteht das nicht. Der Vorteil von den ganzen Karten gegenüber zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Ist, man kann sie lesen. Also Yu-Gi-Oh! Hat ja diese mini kleine Schrift. Da kann man einfach nichts mehr auf dieser Karte lesen, weil die Karten sind ja auch kleiner und die Effekte sind länger. Bei Pokémon zum Beispiel sind die ja so richtig groß und fett drauf. Das finde ich dabei ganz gut. Ich weiß nicht, warum das für die Kinderspieler, weil es sind ja beides Kinderspiele, es sind ja alles Kinderspiele. Aber für Kinder ist es, glaube ich, einfacher, kleine Sachen zu lesen. Pokémon ist dann für alte Menschen, ich weiß es nicht. So oder so ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr cool. Es hat sehr, sehr vorteilhaft, in diesen Nostalgiefaktor mit einzuschließen. Das macht Magic aktuell nicht so gut. Was Magic sehr, sehr gut macht, sind, auch wenn ich es bei Yu-Gi-Oh! Als Vorteile benannt habe, verschiedene Formate. Jeder findet das Format, was er möchte. Weil ich jetzt als Turnierspieler freue mich natürlich darüber, wenn alle Leute dasselbe Format spielen, da richtig Bock drauf haben. Wenn alle nur noch Modern spielen würden oder am liebsten Legacy, aber das geht nicht. Sagen wir, Utopia-Vorstellung, alle spielen Modern. Wir schaffen dieses Standard einfach mal ab. Dann gehe ich auf ein Turnier oder auf einen Friday Night Magic, was als Turnierform geregelt wird. Und ja, spiele in der ersten Runde gegen einen Zombie-Tribal-Deck, was eigentlich ein Commander-Deck ist, weil jede Karte nur einmal drin ist. Weil es eigentlich ein Commander-Deck ist und jemand ein Casual-Deck gebaut hat. Ein Casual-Fun-Deck. Oder hat irgendeine wacky Combo im Modern, die einfach nicht funktioniert mit 15 Karten, die dann eine Engine bildet, die Dauer rotiert. Das passiert in Yu-Gi-Oh! Regelmäßig, dass eben Leute dahin können und sagen, ey, ich habe hier dieses coole Deck, das ist mit Sushi-Booten, das sind Boote, auf denen Sushi drauf ist. Ich finde das witzig, ich gehe damit jetzt auf Turniere spielen. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn wir sowas haben wie Küchentisch. Wenn wir in Turniere reingehen, ist dann eben Standard genau geregelt, wie sieht das aus, was kann man spielen, was kann man nicht spielen, was sind Tierdecks, was sind keine Tierdecks. Ja, auch da kommen dann Leute mit irgendwelchen Standard, ich spiele Snow Valkyrien Deck oder so, keine Ahnung, aber nicht so viele, weil die Leute wissen, auf einem Turnier geht es halt dann noch was. Und ansonsten setze ich mich hin und spiele Casual. Ja, es gibt auch genug Yu-Gi-Oh! Casual-Spieler. Das Problem ist bei Yu-Gi-Oh! Ist wirklich, die Community ist sehr kompetitiv, wodurch man relativ schnell dazu gedrängt wird, competitive zu spielen. Der Nachteil von Magic sind die ganzen Formate. Ich kann mir nicht mit meinem Legacy-Deck, wenn ich jetzt nach Berlin fahre, um den guten Gamery, also Radio Ravnica, meinen Co-Host, zu besuchen, kann ich nicht sagen, ich nehme mein Legacy-Deck mit und finde in Berlin auf jeden Fall Leute, mit denen ich Legacy spielen kann. Nein. Wenn ich Glück habe, finde ich Modern-Leute. Wenn ich ganz sicher gehen will, je nachdem, wann die Rotation jetzt kommt, nehme ich mein Standard-Deck. Wobei das nicht mehr lange Standard ist. Ja, oder ich nehme mein eines Commander-Deck, was ich besitze. Na, Commander-Spieler findet man immer mal wieder, aber die sind selten in Läden und Läden könnte man einfach treffen. Und das macht es unendlich schwierig, in dem meistgespielten Spiel, vor allem im Trading-Card-Bereich,
Leute zu finden. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr, sehr schade. Und Wizards supportet diesen verschiedenen Sachen ja auch. Ja, man kann sich selber ausleben, man kann Pioneer spielen, wenn das ein Format wirklich wäre. Man kann Pauper spielen, wenn das ein Format wirklich wäre. Man kann Penny Dreadful, ach nee, das ist nur online. Man spielt halt irgendein Format und schaut, ob man zufällig in der Stadt jemanden hat, der dasselbe Format spielt. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man so bekloppt ist wie ich, von jedem Format so ein Deck haben, so eine riesen Box dabei haben und die einfach mal mitnehmen. Und dann kommt der neue Platz hier, Flaschenblatt. Flaschenblatt hat aktuell jetzt schon zwei Formate. Constructed und Blitz. Constructed ist der letzte Mist. Meiner Meinung nach sollte niemand Constructed spielen. Sie sollten das einfach fallen lassen, die Idee, und sagen, okay, wir machen alles mit Blitz und wir machen das noch so verwuschen, dass wir es ein richtiges Turnierformat draus machen. Wo ich auch schon wieder sage, so, ah, dann laufe ich mit einem Blitzdeck rum, jemand kommt an, lass mal Flash und Blatt spielen. Ich sage, ja, cool, hier ist mein Deck. Und der guckt mich an, ja, ich spiele nur Constructed. Das ist für ein neues Spiel eine Todsünde, meiner Meinung nach. Und trotzdem gibt es Leute, die das Spiel spielen wollen. Trotzdem gibt es Leute, die Spaß an diesem Spiel haben, die die Karten wunderschön finden, die die Mechanik schön finden, was ich sehr gut verstehen kann. Die Mechanik ist so ein bisschen, erinnert mich die tatsächlich an Duel Masters. So, man kann jede Karte für Mana benutzen, also für einen Zauber, beziehungsweise halt für eine Kreatur. Aber eben auch gerade dieser Aspekt, dass man nur einen Helden hat und eben in so eine Angriffswelle reingeht und mehrere Angriffe macht und dann ist verteidigt der Gegner und dann geht der Gegner in den Angriff. Das ist sehr realistisch gehalten und sehr, sehr, sehr schön. Und was Flash and Blood richtig macht, ich habe es gerade eben schon erwähnt, ist der Support für Local Game Stores, der Support für die Turnierszene, der Support für jeden, der Lust hat, das Spiel zu spielen, ohne die Sammler mit reinzunehmen oder außen vor zu lassen. Weil, für die Leute, die es nicht wissen, werde ich es mal ganz kurz erklären, die normalen Displays, diese Unlimited Print Runs, kosten gefühlt nichts. Also ihr kriegt die Displays, ich glaube, für 70 Euro oder 80 Euro. Dann habt ihr die Limited Print Runs, die auch meiner Meinung nach demnächst nicht mehr teuer werden, weil es einfach viel zu viel geprintet wird, weil alles viel zu viel geprintet wird. Aber das sind eben Sachen, wo dann Cold Foils, das sind spezielle Foils. Magic hat das mal probiert, mit Edge Foils nachzumachen. Und ich glaube, in Pokémon haben sie das auch mal probiert und sind auch egal. Auf jeden Fall, in denen ist halt Geld drin. Die findet man halt nur in diesen Limited Displays. Und deswegen gehen die Displays teilweise für unendlich viel Geld weg im Vergleich zu den Unlimited Draft kriegst du immer noch für 75 Euro. Ich will nicht wissen, was First Edition Draft kostet. Ich finde es noch nicht mehr im Internet, muss nachzugucken, weil es so, so wenige davon gibt. Und die auch noch so teuer sind. Dementsprechend muss ich halt sagen, ich finde es großartig, dass sie hier die Sammler abholen, die wirklich Bock drauf haben, Creepy Investments reinzusetzen und zu sagen, oh, ich investiere 10.000 Euro da rein. Gleichzeitig aber die Spieler abholen, die einfach nur spielen wollen und den Leuten eine Möglichkeit geben, dieses Kartenspiel, was in Flesh und Blut gespielt werden soll, also in Fleisch und Blut, daher kommt der Name tatsächlich, auch die Möglichkeit geben, das auf Turnieren zu spielen, auf größeren Events mit Leuten zusammen. Einfach so, das ist einfach super. Und ja, auch die kleinen Sachen hatten Vorteile. Ich fand zum Beispiel die Artworks, gerade von Force of Will, super. Schwarz und Weiß, hä, war okay. Warhammer Champions hat mich nicht abgeholt, weil Warhammer und. Ich habe fast alles noch von Dexter. Ich habe fast alles gespielt und es hat alles angetestet und Spaß. Und ich werde es auch weiter tun, weil ich eben finde, man kann von jedem Kartenspiel was mitnehmen. Jedes Kartenspiel macht bestimmte Dinge gut und bestimmte Dinge schlecht. Genau wie jede Company, die hinter den Kartenspielen steht, bestimmte Dinge gut, bestimmte Dinge schlecht macht. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie schwer es ist, für die Yui-Leute Konami zu erreichen und mit Konami zu antworten oder irgendwas von Konami zu bekommen, die halt in ihrem Tower sitzen und nicht mal antworten, da haben wir es in Magic schon besser. Und deshalb möchte ich mit diesem Blackie Talk vor allem eine Sache machen, Leute ein bisschen sensibilisieren, nicht nur zu sagen, oh, ich spiele nur Magic, Magic ist das Beste. Guckt euch die anderen Sachen an. Ihr könnt von anderen Kartenspielern auf jeden Fall was lernen und wir sind alle in einer großen Bubble. Nur weil das die Yu-Gi-Kids sind, heißt das nicht, dass die nicht genauso im Leben stehen oder eben auch nicht wie manche Magic-Spieler. Deshalb kann ich euch nur sagen, das beste TCG ist für jeden ein anderes. Es tut mir leid, wenn das für euch ein enttäuschendes Ergebnis ist. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist so. Ich muss sagen, für mich ist es Magic. Magic wird immer Nummer 1 sein, es sei denn, sie verkacken es noch weiter. Es wird immer das Spiel sein, mit dem ich am meisten Erinnerungen und Freunde und alles verbinde, egal ob auf Turnieren, in der Schule oder eben jetzt immer noch im Fischkrieg oder auf anderen Sachen oder so viele Leute, so viele Erinnerungen, die ich durch Magic gewonnen habe. Das hält Pokémon nicht, das hält Yu-Gi-Oh! Nicht. Ja, ich habe ein paar Leute durch Pokémon und Yu-Gi-Oh! Kennengelernt, mit ein paar Leuten von Yu-Gi-Oh! Habe ich sogar noch Kontakt, von damals. Aber Magic hat ganz, ganz viele Jahre meines Lebens geprägt. Ich spiele Magic jetzt
über 20 Jahre. Und ich muss sagen, es ist großartig. Yu-Gi-Oh! Habe ich 2 Jahre gespielt, 3 Jahre gespielt, glaube ich. Pokémon vielleicht 1 Jahr. Gleichzeitig mit Yu-Gi-Oh! So ein bisschen kam auch der Magic und so. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich gefesselt. Für mich ist es das beste Spiel wirklich überhaupt Magic. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch alles andere trotzdem eine Chance gegeben, alles andere probiert. Wenn ihr natürlich sagt, oh, ich habe Magic, das reicht mir. Gar kein Problem. Aber geht nicht hin und sagt, ey, ihr spielt nicht Magic oder ihr spielt nicht mal mein Format, weil gefühlt ist Magic auch nicht gleich Magic. Und deshalb redet nicht mit mir oder sonst was. Macht das nicht. Es gibt bestimmt Leute, die Flesh and Blood lieben, gerade zu spielen. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich habe Magic in die Ecke gehauen, ich spiele nur noch Flesh and Blood, oder ich habe Yu-Gi-Oh! In die Ecke gehauen und bin jetzt ein Magic-Spieler. Oder auch andersrum, die gesagt haben, ey, ich habe Magic weggeworfen und spiele jetzt nur noch Yu-Gi-Oh!, weil Yu-Gi-Oh! Gefällt mir einfach 10.000 Mal besser. Und das ist vollkommen fair. Solange ihr dann auch sagt, okay, mir gefällt mein Trading Card Game gerade nicht, ich probiere mal was anderes aus und vielleicht finde ich meine zweite große Liebe. Für manche vielleicht sogar die erste. Und jedes Spiel hat Fehler. Jedes Spiel hat Vorteile. In Magic kommt man aktuell gefühlt nicht rein. Man hat ein Arena-Starter-Kit. Der Rest ist nur noch Commander. In Yu-Gi-Oh! Muss man sich relativ häufig neue Karten kaufen, auch wenn sie einem sagen, man muss neue Karten nicht kaufen. In Pokémon muss man andauernd neue Karten kaufen. Flesh and Blood sind nur die Evil Investor. Duel Masters und Digimon sind 2 total tote Formate, weil die nur in Japan gespielt werden. Und. Überzeugt euch selbst davon, was ihr spielen wollt, was euch Spaß macht. Und dann könnt ihr mir sagen, welches Spiel bei euch dann Nummer 1 ist. Ich vermute, es wird unendlich viel Magic unten drunter stehen, weil ich nun mal ein Magic-Channel bin. Und andere Leute, die jetzt eher Pokémon spielen oder Yu-Gi-Oh! Spielen, meinen Channel ganz wenig gucken oder sehr wenig gucken. Und deshalb wahrscheinlich unten alles voll Magic ist. Aber selbst wenn nicht, schreibt es mir rein. Habt ihr Erfahrung auch mit anderen Sachen? Habt ihr vielleicht selber Yu-Gi-Oh! Gespielt? Habt ihr vielleicht Pokémon gespielt? Spielt ihr jetzt Flesh and Blood oder habt ihr eines der toten Trading Card Games irgendwie gespielt oder spielt es noch? Schreibt es in die Kommentare, mich interessiert's. Und dieses Mal war der Blackie Talk ein bisschen beruhigender, ein bisschen weniger forcend, ein bisschen weniger meinungsbildend. Ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen eine Linie zu ziehen und sagen, ja, meine Meinung ist, jeder hat eine gute Meinung. Ich vermute mal, das nächste Thema, was ich aktuell am Vorbereiten bin, wird eher ein bisschen kontrovers. Deshalb wollte ich dieses Mal ein bisschen ruhiger machen. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.